Göttingen gegen Braunschweig, beide Teams ja zuletzt mit Niederlagenserien. Die Göttinger in den dunklen Trikots mit einem sehr wichtigen Heimspiel wollen sich von den Abstiegsrängen fernhalten. Aber viele Fehler, gleich direkt in der Anfangsphase, Turnover Göttingen, Fastbreak Braunschweig abgeschlossen von Tischler zur Führung. Kurz danach aber Göttingen vorne mit insgesamt etwas besserer Trefferquote aus dem Feld, auch wenn solche Würfe natürlich nicht unbedingt hochprozentig sind. Enzminger mit einem improvisierten Abschluss. Die Braunschweiger mit Größenvorteilen, speziell auf den Positionen 4 und 5. Hier profitiert davon Gilson Bango. Ihn suchten sie immer wieder. Die Göttinger haben kein echtes Matchup gegen den Braunschweiger Center. Dann katastrophale Verteidigung der Löwen. Völlig freigelassen hier der Drei-Punkte-Schütze auf Göttinger Seite. Mo Gibson, der sich als sehr kreativ herausstellte. Hier das Anspiel auf Anticevic. Göttingen führt zur Halbzeit mit 5. In der zweiten Hälfte ein spannendes Spiel, aber kein so wahnsinnig hochklassiges. Viele Fehler, immer noch Turnover auch auf beiden Seiten. Und Braunschweig bemüht, unter dem Korb zum Abschluss zu kommen, so wie gerade durch Sananda Fu. 4-0 Führung. Und die Göttinger Antwort meistens über ihn hier. Mo Gibson entwickelte sich zur offensiven Maschine auf Seiten der BG. Auch dieser Abschluss hier schwierig, aber erfolgreich. Man hatte insgesamt das Gefühl, dass die Göttinger etwas mehr investierten, diesen Sieg ein klein wenig mehr wollten. Aber spielerisch Braunschweig hier mal mit einer Antwort. Insgesamt eine schwache Quote von jenseits der Dreierlinie, aber der fiel dann mal. Auf der anderen Seite die Antwort von Grant Anticevic. Dreierquote bei Göttingen bei 41%, das ist ordentlich. Und wie gesagt, sehr viel geht eben auch über die Guards. Immer wieder wurde die Switch-Defense attackiert. Mo Gibson tat sich da hervor. Das Schlussviertel sehr spannend. Wieder mal eine Führung gut nachgegangen von Bodhi Hume. Offensiv-Rebounding, nicht unbedingt eine Kernkompetenz im Göttinger Spiel. Dann der Ausgleich, 1,40 vor dem Ende nach diesem Dreier von Ferdi Zülka. 2 Punkte Führung sogar für Braunschweig. Eine Minute vor dem Ende, dann aber dieser ganz offene Dreier zur erneuten Göttinger Führung von Bodhi Hume. Mit der Schlusssekunde hat Braunschweig noch die Chance auf den Sieg, aber der Dreier verpasst. Damit gewinnt Göttingen ein knappes, umkämpftes Spiel im Kampf gegen Abstieg gegen Braunschweig. 75-73. Alle Spiele live und auf Abruf bei Dein.